Nachdem wir uns im letzten Video mit dem UI-Switch und so einer Outlet-Collection beschäftigt haben, wollen wir nun zu einem anderen UI-Element kommen und schauen uns mal den UI-Slider an. Also flugs ein neues Projekt gemacht, natürlich iOS, natürlich Single View, warum auch nicht so benennen wie das Element selber, UI-Slider. Und hier geht's dann schon lustig weiter im Kapitel 6 mit unserem neuen UI-Element. So, dann ab ins Storyboard und dann schauen wir uns hier mal unsere Objektpalette an. Und wir sehen, da gibt es so noch das ein oder andere, was wir jetzt gar nicht betrachtet haben, aber Label haben wir schon ein bisschen, Button haben wir schon ein bisschen, Segmented Control, super schön, kommt noch, Text Field, ja, bisschen was wissen wir schon, und da ist er doch schon, unser UI Slider. Also flugs mal einen UI Slider mit Drag und Drop da in unser Storyboard hineingezogen. Und was kommt jetzt? Ihr wisst es, hier Auto Layout Constraints. 0 von oben bis zum rechten und linken Rand 16 Punkt Abstand. Und Leute, ein Punkt ist nicht gleich ein Pixel, hatte ich auch schon mal erwähnt. Auf einem iPhone 6 dieses Plus-Device, also ab dem iPhone 6 Plus-Device, ist ein Punkt sogar 3 Retina-Pixel. Auf dem iPhone 5, die es vorher noch gab, und dem 6er Nicht-Plus-Modell ist ein Punkt 2 Pixel physisch auf dem Schirm, und auf dem iPhone 4 Non-Retina ist ein Punkt tatsächlich ein Pixel. Ja, so ist das. Und weil wir uns nicht drum kümmern wollen, welche physische Auflösung unser Gerät hat, rechnen wir halt in Punkt und haben diese Pixelschubserei eigentlich relativ bequem aus den Füßen. Das nur noch mal so am Rande. Ja, was haben wir denn hier bei unserem UI-Slider? Klicken wir den Burschen doch mal an. Dann sehen wir, der hat einen Wert, einen Startwert. Der hier liegt jetzt bei 0,5. Aha, das ist jetzt zunächst mal interessant, warum er dann in der Mitte steht. Und das ergibt sich aus den nächsten beiden Feldern, nämlich Minimum und Maximum. Wenn das Minimum 0 ist und wenn das Maximum 1 ist, naja, dann liegt 0,5 eben tatsächlich genau in der Mitte. Und ihr könnt hier jedes Wertepaar eingeben. Minimum kann sein 10, Maximum kann sein 20. Das werden wir in einem kleinen Beispiel später noch sehen. Im Moment arbeiten wir mal hier mit diesen Default-Werten. Ja, dann kann man noch einfärben. Ja, was soll der Minimum-Track sein? Was soll der Maximum-Track sein? Wie soll der Thumb, dieser Daumen, eingefärbt sein? Da können wir gerne mal ein bisschen was experimentieren. Machen wir doch mal den Minimalwert grün. Das seht ihr dann hier. Das ist dieser grüne Wert. Machen wir den Maximaltrack doch in einem schönen kräftigen Rot. Das ist dann der Bereich. Und unseren Daumen selber, ja, färben wir den doch in einem knackigen Orange. Dann haben wir doch mal einen witzigen Slider. Also das sind jetzt ein paar der Attribute, die wir hier beim Slider im Moment mal betrachten. Und jetzt natürlich wieder die gleichen Fragen wie bisher. Wie können wir Werte ändern, beziehungsweise wie erfahren wir denn, wenn sich jetzt Werte von dem Slider ändern? Was braucht man dazu? Logisch, ein Outlet beziehungsweise eine Action, ja? Und dann wollen wir mal beides herziehen. Wir gehen jetzt mal hier wieder auf unseren Assistant Editor. Hier ist unser Slider. Ich mache das gerne nochmal vom Outline View. Muss nicht immer zwingend hier von der Grafik gezogen werden. Das geht also hier auch sehr gut. Was brauchen wir? Wir wollen ein Outlet haben. Und dann nennen wir das Ding halt Slider. Weil wir nur einen haben, dürfen wir den ja auch so nennen. Und das ist unser Outlet. Und wenn wir jetzt noch darüber in Erfahrung gebracht werden wollen, oh mein Gott, da hat er sich aber wieder verhaspelt, der Frank. Wenn wir in Erfahrung bringen möchten, wie sich der Wert ändert, dann ziehen wir mit Control, Drag und Drop hier noch eine Action hinein. Und auch hier wieder das alte Spiel, wie damals mit dem Button. Wer
ist, von welchem Typ ist das Argument, was der Action-Methode übergeben wird? Standardmäßig steht da Any. Weiß ich gar nicht, warum Apple das so gewählt hat. UI Slider, das ist ja das Element, dessen Wert sich ändert. Also von der Klasse ist ja hier die Instanz, deren Wert sich ändert. Und dann könnte da ja standardmäßig immer der Typ des UI-Elements stehen. Nun, wir nennen die Methode Slider. Und dann, welches Event greifen wir ab? Value changed. Und wir können hier mal schauen, es gibt tatsächlich auch hier wieder Elemente. Es kann registriert werden, dass der Slider berührt wird, dass er getouched wird und so weiter. Aber wirklich spannend beim Slider ist eigentlich dieses Value changed. Und dann machen wir Connect und haben hier eine super sexy Slider Value Changed Action Methode. Gut. Ja, dann wollen wir auch hier gleich mal weitermachen und uns die Werte des Sliders ausgeben lassen. Wie machen wir das? Das machen wir wieder ganz wunderbar mit unserem Print. Und da haben wir ja schon etwas Tolles kennengelernt, die String Interpolation. Also zum einen Backslash Klammer auf Klammer zu. Ich hätte gerne hier die Function, in der wir uns befinden. Und dann hätte ich gerne Backslash Klammer auf Klammer zu von unserem Sender den Value. Und wir sehen, Sender ist das Argument vom Typ UI Slider. Und so ein Sender hat dann ein Value. Und Value sehen wir hier in der kleinen Hilfe, ist ein Float. Und damit haben wir eben Zugriff auf die Wertigkeit von unserem Slider. Ja, lange Rede, der kürzere Sinn. Lasst uns das doch mal anschauen, wie es auf unserem iPhone 7 Plus Simulator läuft. Und mit einer affenartigen Geschwindigkeit kommt unser Simulator nach vorne. Die weltschönste App präsentiert sich hier auf dem Bildschirm und wir haben tatsächlich unseren Slider. Und wenn ich jetzt hier den Wert ändere, schaut mal unten auf der Konsole, dann seht ihr von 0 bis 1 jede Menge Zwischenstationen, wo sich eben hier unser Slider gerade bewegt. Wieder mal in der Methode Slider Value Changed. Und das ergibt sich aus diesem tollen, ja, früher war es mal ein Makro, Function, was eben vom Compiler aufgelöst wird. Er weiß nämlich dann, in welcher Methode wir uns befinden. Deshalb heißt es ja auch Function, ne? Weil wir in der Methode sind. Ja, ja. Okay, und hier eben Sender Value und das ist das Argument vom Slider. Sprich, der Slider, der sich hier bewegt, der wird als Argument Sender übergeben und dann können wir auch auf den Wert zugreifen. Ja, dann wollen wir hier noch, um einfach auch die 7 Minuten zu füllen, dafür sorgen, dass wir mal unseren Outlet auch verwenden. Und jetzt wollen wir, dass, wenn der View geladen wird, der Slider auf dem Wert 0 steht und nicht 0,5. Ja, kann man natürlich auf dem Storyboard einstellen, das habt ihr gesehen mit dem Attributinspektor, aber manchmal will man es ja vom Programm her einstellen. Ja, das ist so einfach, wie ich es eigentlich schon ausgesprochen habe, wenn der View geladen wurde, also View did load, alle Outlets sind jetzt mit unserer Instanz der Klasse ViewController verbunden, dann darf ich sagen, lieber Slider, dein Value, der soll sein 0. Und wenn wir das Ganze jetzt eben ausführen, dann sehen wir natürlich, dass, wenn der Simulator kommt, der Slider nicht mehr in der Mitte steht, sondern auf 0, weil das ist genau der Startwert, den wir dann im View did load dem Ding hinterlegt haben. Ja, an dieser Stelle könnte man auch sagen, Achtung Swift. Und wir wollen uns einmal kurz mit den sogenannten Value Observern beschäftigen. Also eine Variable, die quasi selbstständig feststellt, wenn
ein Wert übergeben wird und dann gleichzeitig etwas tun kann. Ja, klingt wahnsinnig spannend. Und das schauen wir uns jetzt hier mal an. Auf dem Standard-Editor gehe ich wieder in den View-Controller rein. Dann haben wir mehr Platz für den Quelltext. Und ich nehme mal hier im View-Did-Load heraus, dass der Slider auf 0 beginnt. Er soll also wieder auf 0,5 stehen, wie auf dem Storyboard mit dem Attribut Inspector vergeben. Aber das, was wir jetzt tatsächlich wollen, ist so ein Observer. Und jetzt schaut mal her. Ich kann also hier hinter den Variablennamen eine geschweifte Klammer auf und eine geschweifte Klammer zu machen und kann jetzt sagen, did set. Ich möchte gerne etwas tun, wenn diese Variable gesetzt wird, wenn sich der Wert ändert. Unsere Variable heißt ja Slider und ist vom Typ UI Slider. Und wir wissen schon um diese Geschichte hier so ein bisschen mit den Optionals. Ja, es ist ein implicit unwrapped optional, also nach dem Motto, verlass dich drauf, lieber Entwickler, der Slider wird schon da sein. Ja, ja, sind wir schon einmal auf die Nase gefallen bei unserem Multiscreen-Experiment, aber normalerweise ist das Ding ja tatsächlich da. Aber hier könnte ich jetzt so etwas schreiben wie, wenn ich denn einen Slider habe, dann möchte ich auch gerne, dass der Wert auf, und jetzt machen wir es mal entgegengesetzt, eben hatten wir 0, jetzt setzen wir den Wert mal auf 1. Und jetzt würde Folgendes passieren. Zu der Zeit, wo dieser Automatismus greift, unser Storyboard geparst wird vom System, in Verbindung mit der Klasse ViewController gebracht wird und wenn dann dieser Outlet von unserem Slider, hier ist ja der Connection Inspector, wir haben ja ein Referencing Outlet, in dem Moment, wenn also dieses Outlet gesetzt wird, möchte ich gerne den Wert auf 1 gesetzt haben. So, und damit ihr seht, dass er da auch vorbeiläuft, machen wir uns noch einen Print rein. Und ja, finde ich jetzt selber interessant, was passiert denn, wenn ich hier ausgebe die Function? Den Namen möchte ich doch gerne mal wissen von so einem DZ. Ich schreibe aber auch noch hier mal freundlicherweise DZ mit einem Smiley rein, dass wir auf jeden Fall die Ausgabe deuten können. So, und dann lasst uns das Beispiel doch jetzt noch mal ausführen. Und dann werden wir sehen, Komma, dass hier unsere Variable auf den Wert 1 gesetzt wurde, unser Slider. Ja, und die Methode, der Methodennamen, der heißt dann tatsächlich so wie unsere Stored Property, nämlich nur Slider. Aber wir sehen ja dank der Ausgabe, dass wir tatsächlich durch diesen DIT-Set gelaufen sind. Also ein Value Observer, jemand, der den Wert beobachtet und wenn eben ein Wert gesetzt wird, dann kann man auch etwas tun, ja? Und so könnt ihr euch schon entscheiden, wollt ihr denn im View Did Load all eure Outlets auf einen Initialwert setzen oder wollt ihr das pro Outlet hier separat machen? Ja, stellt euch vor, eine Maske hat ja Slider, Switches, Textfelder, Labels. Wollt ihr da schon die Werte vergeben oder lieber hier in so einer Methode oder in einer Screen Setup Methode, was vermutlich noch der beste Einsatzzweck wäre. Aber es gibt eben viele, viele Wege nach Rom und Swift ist unheimlich flexibel und iOS auch. Und ihr könnt das ja halten, wie man so schön sagt, wie ein Dachdecker. Aber hier haben wir uns mal jetzt mit einem kleinen Konzept beschäftigt, dem Value Observer. Und wenn ein Value sich ändert, dann könnt ihr dafür sorgen, dass ihr an die Reihe kommt. Kann man, wie man hier sieht, auch zum Initialisieren missbrauchen oder verwenden. Und dann freue ich mich schon aufs nächste Video, denn da wollen wir mal zwei Slider machen, die gegeneinander laufen. Wenn der eine sich bewegt, soll der andere in die entgegengesetzte Richtung gehen. Und da kümmern wir uns dann schon so ein bisschen um die UI-View-Animation. Wow, das wird spannend.